So sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier innen drin ist das dann wunderschön einfach vernäht. Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen, ich tune heute mal wieder mein Auto. Und ja, es ist meins, also ich habe mir einen eigenen Opel Corsa geholt. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein eigenes Auto. Und ja, ist quasi genau der Opel Corsa, den meine Mom auch hat. Nur ein, zwei Baureihen später gebaut, also ist der noch etwas jünger. Könnte man sagen, ich habe hier schon ordentlich aufgerüstet. Sieht man vielleicht auch ein bisschen an den Sitzbezügen. Hab zum Beispiel auch hier im Fußraum einfach mal Lederfußmatten drin. Also ich habe schon einiges für das Auto geholt und jetzt kam natürlich aus China noch einiges und ja, das gucken wir uns in diesem Video mal an. So Freunde, kommen wir zur ersten Sache. Ich habe mir hier sowas bestellt mit Opel-Emblem. Wofür das ist, zeige ich euch jetzt, denn das kann man zwischen Sitz und Mittelkonsole machen, dass quasi nichts mehr zwischen den Sitz fällt. Ist mega geil gepolstert. So, machen wir das erstmal alles auf. Ja, hat so eine leichte Carbon-Optik drin, ist höchstwahrscheinlich Kunstleder, gar nicht mal so schlecht verarbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Aber man merkt halt schon, dass es günstig ist, aber alleine hier mit der Einkerbung, mit dem Einsticken von diesem Opel-Emblem und Logo ist halt schon echt nice. Und hier hat man dann einen Schlitz, da kann man dann den Anschnaller quasi durchführen und ja, das testen wir jetzt mal. So Freunde, ich versuche das jetzt einfach mal hier festzumachen. Einmal, das steckt jetzt hier zwischen Sitz und Mittelkonsole. Problem ist, die Mittelkonsole ist beim Opel Corsa hier etwas tiefer als wie die Sitze. Darum ist es A niedriger, aber es, ich würde jetzt mal sagen, es erfüllt Sinn und Zweck. Es steckt in dieser Ritze und da kann nichts mehr durchfallen. Schon mal echt nice ist. Klar, sieht jetzt nicht so wunderschön aus, aber es erfüllt wie gesagt Sinn und Zweck. Ich würde der ganzen Sache jetzt mal einfach eine 7 von 10 geben. Einfach wegen der Verarbeitung. Sinn und Zweck erfüllt es. Da natürlich eine 10 von 10 quasi. Kann man auf jeden Fall machen und kaufen. Ist praktisch. Sieht gut aus. Ja. Kommen wir auch schon zur nächsten Sache. Ich habe mir noch einen Lederlenkradbezug bestellt, den man quasi selber, also total individuell festmachen kann am Lenkrad. Zuletzt, im letzten Video hatte ich mir einen geholt, den hat man einfach drüber gestülpt. Das Problem war, in der inneren Seite vom Lenkrad war halt dann wie so ein Spalten, das hat beim Fahren schon leicht irritiert. Mich jetzt aber irritieren würde als Fahrer, wäre auf jeden Fall hier dieser Zwischenraum, weil man den halt, man packt ja so, sage ich mal, und man hat halt hier so ein komisches Gefühl, weil das hier so lose rumhängt. Hiermit ist es anders, weil man es ja quasi dann wirklich presseng an das Lenkrad annäht. Jetzt, wir packen das erstmal aus hier. So Freunde, mitgeliefert wird dann einmal quasi der Lenkradbezug. Sieht jetzt noch aus wie einfach nur ein Stück Leder. Nadel und Faden. Zwei Nadeln und zweimal solche Fädendinger dabei, die man dann quasi hier irgendwo durchführt, durch die eigentlichen Vernähungen. So, ich stecke das jetzt einfach mal hier drüber und guck mal, ob es überhaupt ans Lenkrad passen würde. Ist auf jeden Fall gut grippig innen drin. Also haben die irgendein Material, was jetzt relativ rutschfest ist, verwendet. Von der Verarbeitung her würde ich jetzt mal sagen, ist gar nicht so schlecht, aber ich bin gespannt, wie lange er hält. Ja, ist jetzt dran. Ich würde sagen, ich nähe das Ganze jetzt mal fest und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es festgemacht habe. Ich zeige euch ganz schnell, was ich noch gekauft habe, denn wir haben jetzt fast 2 Stunden lang alles hier versucht, mehr oder weniger einzubauen, was auch mehr oder weniger funktioniert hat. Ja, kommen wir erstmal nochmal zu dem Lenkradbezug zurück, zeige ich euch sofort. Mega nice geworden, kann man hier innen drin richtig schön vernähen, fühlt sich gut an. Sitzt wirklich presseng am Lenkrad, also es ist hier kaum Abweichung, dass man irgendwie abrutscht, es labbert hier nichts rum richtig, es ist halt schon wirklich sehr, sehr, sehr gut festgezogen. Was ich auch jedem empfehlen würde, zieht das auf jeden Fall gut fest, dann sieht es auch einigermaßen gut aus. Sieht das Ganze jetzt hier aus, hier innen drin ist das dann wunderschön einfach vernäht, hier oben hatten wir einen kleinen Fehler drin, ist aber kein Problem, das fällt ja kaum jemandem auf, das ist ja einfach nur, dass es feste ist. Ein bisschen überstehen, da haben wir einfach einmal ein Stück rausgeschnitten, dass man jetzt hier diesen Schnitt hat, sage ich mal. Und auf der Rückseite haben wir es dann zugeschnürt. Ja, dann, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich mir auch wie im letzten Video nochmal Lüftungsdesign bestellt. Sieht man hier wunderschön, das sind so Stäbchen, die kann man sich dann zuschneiden auf die Lüftung und einfach ganz easy hier theoretisch abnehmen oder sich dann wieder draufschieben. Genau, hier habe ich jetzt keins hingemacht, damit man halt die Lüftung hier noch ganz normal regulieren kann. Ne?
Findet man auch hier in der Mittelkonsole und einmal beim Beifahrer. Ja, Freunde, was habe ich noch bestellt? Ein Opel Schlüsselanhänger. Es gibt richtig viele auf Wish. Die sehen auch echt nice aus und sind meistens auch sehr gut verarbeitet. Ist wahrscheinlich mit Kunstleder bezogen. Hier hat man dann einmal Opel stehen und das Emblem. Hat einmal noch so eine Art Karabinerhaken zum Festmachen und natürlich einen Ring, der mitgeliefert wird. Echt mega nice. Also macht einen guten Eindruck. War ja auch, ich glaube, im letzten Video hatte ich auch einen Schlüsselanhänger mit etwas anderen bestellt. Super gut gehalten, echt gute Qualität, also das kriegt auf jeden Fall eine 10 von 10. Da gibt es nichts auszusetzen dafür, dass es ein Schlüsselanhänger für 2-3 Euro ist. Ja, Lenkrad kriegt von mir jetzt auch mal eine 9 von 10, sieht nice aus, passt gut hier hin. Wenn man sich da richtig Mühe bei gibt, sieht das hier mit den Vernähungen noch besser aus. Ich bin gespannt, wie lange es hält, wenn man hier dann mal so Druck drauf ausübt auf den Nähten, weil es wahrscheinlich nicht die bestverarbeitete Schnur sein wird, aber das wird sich mit der Zeit herausstellen. Ja, Freunde, dann habe ich mir noch 5 Meter Konturendesign bzw. Mittelkonsolendesign geholt. Das ist quasi auch alles in Blau gehalten. Einfach so ein Streifen mit so einer Gummilippe hinten dran, die man dann schön zwischen die Ritzen im Auto kleben kann. Ich demonstriere euch das mal jetzt. Ich habe das hier auf beiden Seiten jetzt erstmal ins Fenstergummi reingemacht, hier unten. Die schiebt man dann quasi hier unten drunter und dann sind die hier drunter und das macht dann von weiter weg einen niceen Eindruck eigentlich. An manchen Stellen hält das noch nicht so gut. Ich zeige euch später nochmal das Endresultat, denn auf jeden Fall vor, hier einmal komplett diesen Kreis noch mit Konturendesign einmal zu umgehen, sage ich mal. Ja, Freunde, was habe ich mir noch bestellt? Ich habe mir bei Wish noch einen Diamantsternhimmel bestellt oder wie auch immer man das nennt. Das haben ja heutzutage meistens so eher die luxuriösen Autos per USB jetzt hier irgendwo dran pappen und dann wird quasi die ganze Decke beleuchtet und dann hat man noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. So, dann ganz kurz vielleicht noch, ich habe euch am Anfang schon so ein paar Sachen wie die Lederfußmatten vorgestellt. Die sind natürlich nicht von Wish, die habe ich teilweise hier in Deutschland geholt. Was man leider auch erst abends sieht, sind meine Türlichter, die habe ich mir auch in Deutschland bestellt. Ich zeige euch die einmal ganz kurz. Haben wir hier einmal so einen Kasten, wo eine Batterie reinkommt, kann man aus- und anmachen. Dann leuchten die das Opel-Emblem auf dem Boden, sieht man jetzt leider nicht. Und hier haben wir einen Magnet. Wenn dieser Magnet hier unten drunter ist, also sprich wenn die Tür zu ist, ist das Licht halt aus. Also dann, um halt, ich sag mal, Batterie zu sparen. Ja, sieht auch mega nice aus, kann ich euch auch später mal zeigen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich nochmal, wenn alles fertig ist. Jo, Freunde, ganz kurze Zwischenszene. Ich wollte das unbedingt noch am Video mit einbauen. Also wundert euch auch nicht wegen der Grafik, weil ich nehme das gerade alles mit dem Handy auf. Ich habe noch so eine Art Streifen eingebaut. Ich habe auch, glaube ich, total vergessen, euch noch eine Szene aufzunehmen, wie jetzt alles an sich aussieht. So, Freunde, einmal Opel-Emblem. Kennt ihr, ist an der Tür drin. Dann geht's hier rein. Ja, so sieht's in etwa aus. Also man sieht hier zum Beispiel einmal dieses Lüftungsdesign. Wenn Licht drauf schimmert, mega geil. Auch hier an der Tür, wenn ich jetzt mal ein bisschen zumache, ich hoffe man sieht, haben wir hier diese Streifen reingebaut. Einmal runtergehen, da entlang und dann da wieder hoch. Ja, die Sitzbezüge, die Lederfußmatten habt ihr alles schon gesehen. Ganz kurz mal hier mit der Taschenlampe, damit man es gut genug sieht. Das ist quasi ein Streifen, der dann auch leuchten kann. 5 Meter, die ich einmal quasi hier komplett einmal verlegt habe. Ziehen sich einmal komplett hier durchs Auto, da am Handschuhfach lang, da unten dasselbe wieder. Löst sich an manchen Stellen, sieht aber abends absolut geil aus und ich würde sagen, ich zeige euch das mal kurz. So, Freunde, absoluter Wahnsinn, man sieht es da drin schon so ein bisschen. Dann hier quasi die Tür auf, hat dann einmal diesen Leuchtstreifen hier unten, der sich hier an der Armatur entlang zieht. Einmal genau hier unten drunter weiter, bis ins Handschuhfach. Hier habe ich auch noch nicht die optimale Lösung gefunden. Weil er hier noch ein bisschen aus der Ritze rausgeht, aber den kann man gewiss noch ein bisschen fester reinklippen. Ja, und dann geht das Ganze einmal hier rüber zum Beifahrer. Dann kann man hier drüben die Tür aufmachen. Und der Beifahrer hat dann auch nochmal diesen Leuchtstreifen. Genau, hier steckt das Ganze jetzt gerade bei mir im Radio drin. Wenn ich es jetzt rausziehe, geht's halt auch aus, ne? Ist quasi über den Strom vom Radio läuft das Ganze hier gerade. Sieht der Wahnsinn auch hier unterm Lenkrad. Mega schön. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. So viel noch ganz kurz dazu. Mega nice. Wenn ihr Bock auf den Teil 2 habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns die Tage in einem neuen Video wieder. Haut rein, bis bald. Ciao.